Jetzt ist das Jahr schon fast zu Ende. Aber bevor wir in das neue Jahr, in das neue Jahrzehnt starten, wollen wir das Vergangene mit einem großen Special verabschieden. Und damit herzlich willkommen zum großen Zwergenfürst Silvester Special 2019. Ein Teil meines Silvester-Specials soll natürlich auch in diesem Jahr wieder der Preisverleihung auf diesem Kanal gewidmet sein. Der güldene und der kackbraune Gartenzwerg für dieses Jahr, für das Jahr 2019. Der Community-Preis, der Award, der von euch, von allen Eggladum vergeben wird. Euer Preis für eure Favoriten des Jahres 2019. Das Voting zum Güldenen Gartenzwerg 2019 ist beendet. Die Gewinner in den 7 Kategorien des Jahres stehen fest. Jetzt ist es soweit. Hiermit verkünde ich offiziell die Gewinner für den Güldenen Gartenzwerg 2019. 3 Kategorien dem Güldenen Gartenzwerg gewidmet für herausragende und großartige Leistungen. 3 Kategorien dem kackbraunen Gartenzwerg für dreist unehrenhafte und schämenswerte Aktionen. Dieses Jahr neu der Gartenzwerg in der Politiker-Edition für hervorragende Leistungen der deutschen und auch europäischen Politik. Beginnen wir mit der ersten Kategorie des Güldenen Gartenzwerg. Das beste neue Format auf YouTube Deutschland im Jahr 2019. Hashtag reingeschaut. Ich stelle kurz mal die 3 Nominierten vor, bevor ich ans Eingemachte gehe. Mit seinem Format reingeschaut warte LeFloid, aka Florian Mund, 2019 einen neuen Schritt. Ja. Okay, das ist mir jetzt ein wenig peinlich. Ich habe da eventuell das falsche Format ausgesucht und das falsche dazu gesagt. Okay, jedenfalls LeFloid, Hashtag reingeschaut. Ein kurzer Ausflug auf ein bestimmtes Thema und dann wird sich mit diesem Thema besondererweise auseinandergesetzt und in diesem Thema sich vertieft und ein kleiner Kommentar dazu gesprochen. Ja, LeFloids Kommentar, Nachrichtenprojekt hier nominiert in dieser Liste. Und damit ist diese Nominierung für den Güldenen Gartenzwerg mehr als verdient. Pokémon Lore. Nicht nur Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli und das Mobile Game Pokémon Masters brachten dieses Jahr neue Abenteuer für die Pokémon-Fans von Kanto bis Alola und Galar. Auch Pokémon Schwert und Schild sorgten ab November für einen großartigen Spielspaß der 8. Generation. Und was könnte das Pokémon-Trainerherz mehr beglücken in diesem großartigen Pokémon-Jahr als ein neues Format vollgepackt mit wahrer Pokémon-Historie? Lennificate mit seinem Pokémon Geschichtsformat. Am Anfang schuf Arceus Flug- und Boden-Pokémon und er sprach: Los Pikachu, setz Lichtflut ein! Am zweiten Tag erschuf Arceus Solgaleo und Nunala und er sah, dass es legendär war. Na gut, in Pokémon-Lore klingt das alles sehr viel anders und ist deutlich besser erzählt. Aber mit seinen Pokémon-Geschichten holt sich auch Lennificate mit seinem Format auf dieser Nominierungsliste wohlverdient einen Platz. Das Format mit dem Tisch. Kommentare kommentieren, Instagram-Pages bewerten, Memes reviewen, Geschichten erzählen, Politik diskutieren, Reacts und mehr
An diesem Tisch wird geredet, diskutiert, gelacht, gelästert und gelegentlich gespottet. Memes, Meinungsvideos und mehr. Satire im Sitzen mit den Spacewalks. Was soll man da noch mehr zu sagen? Damit landen die Spacewalks mit ihrem neuen Format dieses Jahr auf der Nominierungsliste des Güldenen Gartenzwergs. Wohlverdient. Diese drei Nominierungen standen dieses Jahr in der Kategorie Top Neues YouTube-Format zum Voting. Und ihr durftet euren Favoriten wählen, eurem Lieblingsformat die Chance geben, Gewinner des Güldenen Gartenzwergs 2019 zu werden. Und nun ist es soweit. Hiermit verkünde ich offiziell den Gewinner in der Kategorie des besten YouTube-Formats 2019. Mit großartigen 60% hat sich ein Kandidat den anderen gegenüber deutlich hervorgehoben. Ihr habt euren Favoriten gewählt und euer Favorit heißt das Format mit dem Tisch von den Spacewalks. Herzlichen Glückwunsch! Der Güldene Gartenzwerg 2019 in der Kategorie Top Neues YouTube-Format geht an das Format mit dem Tisch. Ja, auch die anderen Kandidaten haben selbstverständlich auch ein paar Stimmen abbekommen. Pokémon Lore und das Format Hashtag reingeschaut vom Nifloid mit jeweils 20% gleich auf. Die Spacewalks mit ihrem neuen Format hier, der eindeutige Gewinner. Dann geht es gleich weiter zur zweiten Kategorie. Die zweite Kategorie ist dieses Jahr, wie wahrscheinlich auch die letzten Jahre, Top Engladum 2019. Seit 2017 ist diese Kategorie Jahr für Jahr mit dabei. Und auch dieses Jahr wurden wieder drei tapfere Mitstreiter aus dem stetig wachsenden Heer der Engländer gewählt, um auf einer Nominierungsliste für den Güldenen Gartenzwerg zur Wahl zu stehen. Auch hier möchte ich kurz die drei glücklichen Nominierten vorstellen, bevor es zur Verkündung des Gewinners kommt. Kit, schon wahrscheinlich seit Anbeginn des Kanals ist er sowohl auf YouTube als auch auf dem dazugehörigen Discord-Server aktiv mit dabei und ein treuer Begleiter auf dem Kampf durch die Jahre, durch die Zeit hinauf zu einem Erfolg und neuen Reichtümern und neuen Erfahrungen. Ja, der Kid ist sowas wie, ja, der Kid ist fast schon, könnte man fast schon sagen, ein Gründungsmitglied und schon da, soweit dieser Kanal denken kann. Aber haben wir ihn mal genug gelobt? Auch dieses Jahr hat er sich fleißig in der Community eingebracht und das ist schließlich das, wofür ein Kandidat, ein Engladym nominiert wird. Das, was ein Engladym tun muss, um auf dieser Liste zu landen. Für besonderes Engagement und besondere Einsätze im vergangenen Jahr ist Kit hier auch dieses Jahr wieder auf der Nominierungsliste für den Top Engladym 2019 gelandet. Dieses Jahr neu auf der Nominierungsliste der Prof. Ja, ein Engladym, der auch dieses Jahr erst neu auf den Kanal kam, den ich auch dieses Jahr erst neu kennenlernen durfte, der erst im März auf diesen Kanal aufmerksam wurde und relativ spät dazugestoßen ist.
der Prof, der dann auch später in diesem Jahr mich selbst besucht hat und mein Studio live sehen durfte. Mein Studio, Anführungszeichen, Gänsefüßchen. Ja, der dann direkt mich live, mir live begegnen durfte. Den habe ich damals auf der Artikel 13 Demo in Berlin am 23.03. kennengelernt. Dort sind wir uns das erste Mal begegnet und seitdem ist er ein wichtiger Eklatum dieses Kanals. So muss man das wirklich sagen. Als Gast im 4-5-Discord hat er sich auch fleißig gerade im Projekt Human for Flat eingebracht und war aus dem Projekt Human for Flat, aus den Aufnahmen mindestens im letzten Halbjahr nicht wegzudenken. Und ein Hauptbestandteil der Human for Flat Aufnahmen. Dafür, für seinen großartigen Einsatz in den Videos, sogar bis in die Videos hinein und unter den Videos und um die Videos drumherum. Hier auch ein verdienter Platz auf der Nominierungsliste. Ein weiterer Nominierter auf dieser Nominierungsliste, der dritte auf dieser Nominierungsliste, der letzte im Bunde, Coachok. Auch ihn habe ich relativ spät, erst in diesem Jahr, auch so um den März, April rum kennengelernt. Auch er kam erst Anfang, Mitte des Jahres 2019 dazu und hat es trotzdem auf diese Liste hinzugeschafft. Auch er war ein Bestandteil des 4-5-Discords, der 4-5-Discord-Aufnahmen. Als Gast im 4-5-Discord war er Anfang der 4-5-Discord-Aufnahmen in den Online-Games vertreten. Bei Spielen wie Cards Against Humanity oder Scribble.io war er fleißig mit dabei und auch innerhalb der Videos vertreten. Und auch in Kommentaren und auf dem eng mit dem Kanal verbundenen Discord-Server war er fleißig mit vertreten. Verdienter Platz auf der Top England 2019 Nominierungsliste, würde ich sagen. Ja, kommen wir zum Punkt. Eindeutig steht dieses Jahr ein Gewinner in der Kategorie Top England 2019 fest. Wieder mit großartigen 60%. Ihr habt euch für einen Engländer entschieden, der den güldenen Gartenzwerg in dieser Kategorie dieses Jahr erhalten soll. Und dieser Engländer trägt den Namen Trommelwirbel, er trägt den Namen Kit. Herzlichen Glückwunsch, Kit. 2017 war er bereits nominiert, 2018 stand er auch wieder auf der Nominierungsliste. 2019 hat er es wieder drauf geschafft und was soll ich sagen, da hat es dieses Jahr geklappt. Mit wundervollen 60% der Stimmen wurde der Kit offiziell zum Eglatum 2019, zum besten Top-Eglatum 2019 gewählt von Eglatum. Ein Eglatum von Eglatum gewählt. Herzlichen Glückwunsch, Kit. Du darfst dich jetzt offiziell Top-Eglatum des Jahres 2019 nennen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir gleich direkt zur dritten und letzten Kategorie des Güldenen Gartenzwerg 2019. Und wie soll das anders sein? Diese letzte Kategorie. Top
Zwergenfürst Vidu 2019. Tja, nun gab es im vergangenen Jahr einige Videos auf diesem Kanal. Mit Sicherheit auch einige großartige Videos, die euch sehr begeistert haben. Einige Videos, die viel geschaut wurden. Einige Videos, die viel Begeisterung gebracht haben bei den Zuschauern. Drei davon haben es auf diese Votings, auf diese Votingliste, auf diese Nominierungsliste geschafft. Drei Videos des Jahres 2019 waren nominiert für den Güldenen Gartenzwerg, der Kategorie Top Zwergenfürst Video 2019. Stelle ich mal ganz kurz die Kandidaten in dieser Kategorie vor. Da haben wir drei wundervolle Videos. Das erste stellvertretend für eine ganze Reihe von Videos mit dem Titel Gronkh hat leider kurzfristig abgesagt. Ein Part, ein erster Part des Projekts Stadtland Fluss Online, was wir zusammen mit dem 4-5. Squad spielten. Sozusagen der erste Part, der erste wegweisende Part für eine ganze Aufnahmereihe von 4-5. Squad Videos. Die Aufnahmen des 4-5. Squads sind allgemein bekannt in diesem Jahr auf diesem Kanal. Zu diesen Videos muss man also nicht viel sagen. Der zweite Kandidat auf dieser Liste, auf der Nominierungsliste, ein Video mit dem Titel Hashtag Artikel 13 Demo in Magdeburg. Auch Artikel 13 hat meinen Kanal dieses Jahr bewegt wie kein anderes Thema politisch auf meinem Kanal. Das Thema dieses Jahr, kann man wirklich so sagen. Und es hat natürlich auch euch interessiert. Es war ein Thema, das auch euch mitgerissen hat und was auch auf meinem Kanal sehr gerne geguckt wurde und was auf meinem Kanal auch gar nicht so schlecht ankam dieses Jahr. Meine erste Demonstration in meinem Leben überhaupt, muss man direkt so sagen, also meine erste richtige Demonstration überhaupt in diesem Leben. Zugegeben, ich war schon in meinem Leben vorher bei den ein oder anderen Kundgebungen, bei kleinen Mahnwachen oder so. Aber die erste richtige Demonstration, der erste Protestmarsch war in Magdeburg. Und in diesem Video vertreten, dem Video Artikel 13 Demo in Magdeburg. Damit fing der ganze Spaß mit den Demonstrationsvideos auf meinem Kanal an. Und ja, Artikel 13 dieses Jahr auf meinem Kanal auf jeden Fall fleißig vertreten. Das dritte Video in dieser Reihe, in dieser Nominierungsliste, ein Z-Log. Z-Log Nummer 33, um genau zu sein. In Z-Log Nummer 33 fahren wir dieses Jahr auf der Gamescom. Die Gamescom 2019 in Köln war die erste Gamescom, auf die ich mich gewagt habe. Da habe ich mir dieses Mal den Mut genommen und das habe ich natürlich und selbstverständlich mit meiner Videokamera begleitet. Habe ich für euch aufgezeichnet, habe ich zu einem kompakten Vlog zusammengeschnitten und euch einen Erlebnisbericht, einen kleinen Vlog von der Gamescom gebracht. Und das kam natürlich auch bei euch, meinen Zuschauern auf diesem Kanal, dementsprechend an. Das hat euch auch gefallen und das muss natürlich auch auf dieser Liste landen, auf dieser Nominierungsliste. Auch für mich eines der Highlights dieses Jahr. Die Gamescom 2019 in Köln und der dazugehörige Z-Log auf meinem Kanal. Nun, dann kommen wir zu den Gewinnern. Was bei dieser Kategorie nicht ganz so eindeutig zu sagen war, ihr habt fleißig für eure Favoriten abgestimmt und ihr wart euch
es gab fast gleich viele Stimmen für alle. Es war zeitlang wirklich gleich auf für alle Kandidaten. Doch letztendlich hat sich ein Kandidat mit knapper Mehrheit hervorgehoben und es gibt einen offiziellen Gewinner der Kategorie Top Zwergenfestvideo 2019 und den güldenen Gartenzwerg in dieser Kategorie erhält das Video Artikel 13 Demo in Magdeburg. Dieses Video hat euch dieses Jahr, hat die meisten von euch sehr begeistert und die meisten von euch wollten dieses Video als Top Zwergenfestvideo 2019 auszeichnen. Und ja, der güldene Gartenzwerg in der Kategorie Top Zwergenfestvideo 2019 geht nun an dieses Video, an das Video der ersten Demonstration in der Artikel 13 Debatte auf meinem Kanal. Ja, großartig. Das waren die Nominierungen. Ja, großartig. Das waren die Nominierungen. Das waren die Gewinner in den drei Kategorien für den güldenen Gartenzwerg 2019. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und auch herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten. Es ist auch genauso gut, mit dabei gewesen zu sein. Dabei sein ist alles. Es braucht auch gerade bei der Kategorie Eglodum, Top Eglodum, braucht jetzt keiner traurig zu sein, wenn er nicht den Gewinn abstauben konnte. Ein Platz auf der Nominierungsliste ist auch immer wieder durchaus nicht verachtenswert. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und alle Nominierten. Dann kommen wir zu den Preisverleihungen des Kackbrunnen-Gartenzwerg 2019. Ja, ich wasche das Ganze jetzt hier mal ein bisschen durch. Die Güldenen Gartenzwerg-Nominierungen haben wir jetzt durch. Deshalb jetzt die Negativ-Nominierungen für den Kackbraunen Gartenzwerg 2019 und die Negativgewinne für 2019. Da müssen wir jetzt nicht jeden nochmal großartig herausheben und großartig betiteln und erwähnen. Ich nenne mal hier die Nominierungen für die Kategorien des Kackbraunen Gartenzwergs und fange mit dem größten YouTube-Scheiß 2019 an. Da haben wir im Jahr 2019 einige schlechte Sachen auf YouTube erlebt, einige traurige und einige nicht gerade fröhliche Momente auf dieser Plattform. Die geht es natürlich, wenn sie besonders schlecht und besonders traurig waren, mit einem Kackbraunen Gartenzwerg zu nominieren. In der Kategorie größter YouTube-Scheiß 2019 für den Kackbraunen Gartenzwerg sind nominiert die Trennung des HWSQ dieses Jahr. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle daran, wie sich der Trupp aus Gronkh, aus Pandoria, aus Terminator LP und dem Currywurst getrennt hat. Es war für alle sonderbar traurig. Auch hier ein Platz in der Nominierungsliste. Nur ganz kurz mal erwähnt. Ein weiterer Platz in der Nominierungsliste. Hashtag CSU. Die Episoden 1 bis 3 oder bis 4. Gibt es schon eine vierte Episode davon? Jedenfalls die Episoden des YouTube-Kanals CSU. Eine Regierungspartei, die sich
dachte, man macht mal auf cool und versucht, die Teenager bei einem YouTube-Kanal zu erreichen und wagt sich auf diese Weise an Jungwähler ran. Ja, auch hier vertreten auf der Nominierungsliste des größten YouTube-Scheiß 2019. Und ja, 2019 auch ein trauriges Moment für einige. Das Ende von den Lochis. Das Sängerkollektiv, das YouTube-Kollektiv, die Lochis, haben sich in diesem Jahr auch getrennt. Und ja, sehr traurig natürlich. Und dazu natürlich auch ein verdienter Nominierungsplatz auf dieser Nominierungsliste. Und kommen wir gleich zu den Gewinnern, zu dem Gewinner dieser Kategorie. Gewinner des kackbraunen Gartenzwerg in der Kategorie größter YouTube-Scheiß 2019 ist keiner geringerer als die Trennung des HWSQ. Ja, das hat euch, meine Zuschauer, am meisten geschmerzt in diesem Jahr und dafür wolltet ihr einen kackbraunen Gartenzwerg überreichen und dafür gibt es hier in dieser Kategorie den kackbraunen Gartenzwerg. Ja. Und nun in der zweiten Kategorie des kackbraunen Gartenzwergs, der größte politische Aufreger 2019. Hier standen zur Auswahl Artikel 13, die Urheberrechtsreform. Da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Vor allem auf diesem Kanal nicht mehr. Horst Seehofers Regulierungswut, der Hashtag Gamer-Szene, ja, auch Ende des Jahres ein Thema, ein brandheißes Thema gewesen und die Debatte, der Streit, die Auseinandersetzung zwischen Wieso und der CDU mit der Zerstörung der CDU. Ja, die drei Nominierten hier auf dieser Nominierungsliste des größten politischen Aufregers 2019. Und ja, mit großartigen 80%, wie hätte man es auch anders denken können, hätte man es anders erwarten können. Aber 20% haben sich anders entschieden. 80% haben sich für die Artikel 13 Urheberrechtsreform als größten politischen Aufreger 2019 ausgesprochen. Die 20% übrigens für Wiesos Auseinandersetzung zwischen, also für CDUs Auseinandersetzung mit Wieso und der Zerstörung der CDU. Der kackbraune Gartenzwerg in der Kategorie größter politischer Aufreger 2019 geht an, ja, somit das Europäische Parlament und Artikel 13 mit der Urheberrechtsreform. Und auch in diesem Jahr gab es natürlich auf YouTube einige Beefs und Auseinandersetzungen. Ja, da haben wir auch wieder drei Nominierte auf dieser Liste. Die erste Nominierten auf dieser Liste sind die Space Fox. Wer hätte gedacht, dass die mal auf so einer Liste landen? Und der Herr Newstime. Die beiden haben sich in diesem Jahr, beziehungsweise diese drei haben sich in diesem Jahr großartig gebieft und in die Haare gekriegt und dafür hier einen Platz auf der Nominierungsliste. Montana Black vs. Tanzverbot. Ja, ein zweiter Platz auf der Nominierungsliste. Und Tanzverbot ist wieder drauf. Der hat es dieses Jahr auf dieser Liste. Auf dieser Nominierungsliste hat er gleich zwei Plätze. Einmal Tanzverbot gegen Montana Black. Ich habe es schon erwähnt. Und der dritte Nominierte, die dritte Nominierung auf dieser Liste. Tanzverbot vs. Kuchen TV. Und ihr habt 50% für
Space Fox vs. Herr Newstime gestimmt. Damit geht der kackbraune Gartenzwerg in der Kategorie bester, schlechtester YouTuber Beef 2019 an die Space Fox und an den Herrn Newstime. Mit 40% übrigens Tanzverbot vs. Kuchen TV hier nominiert. Aber die Gewinner in dieser Kategorie für den kackbraunen Gartenzwerg eindeutig der Beef zwischen Space Fox und dem Herrn Newstime. Ja, da haben wir die Gewinner, die Preise für den kackbraunen Gartenzwerg auch noch durchgehauen. Dann kommen wir zu der Kategorie, die dieses Jahr neu ist in diesem Format, in dieser Preisverleihung. Der beste Politiker des Jahres 2019. Da standen dieses Jahr drei großartige Politiker zur Wahl, zur Nominierung. Einmal die Julia Reda, einmal der Timo Wölken, einmal der Martin Sonneborn. Alle drei nominiert hier für den besten Politiker des Jahres. Und ja, schönerweise, lustigerweise, alle drei, beziehungsweise einen davon Ex-Europaparlamentarier. Ja, dieses Jahr von der Europapolitik, da gehören auch drei Europapolitiker auf diese Liste. Und in dieser Bonuskategorie hat sich ein Politiker von den anderen deutlich hervorgehoben. Und ein Gewinner steht hier fest. Ihr habt für euren Favoriten gestimmt und euren besten Politiker für das Jahr 2019 gewählt. Politiker werden gewählt, auch hier in dieser Abstimmung, in diesem güldenen Gartenzwerg-Voting. Und ich verkünde feierlich, der güldene Gartenzwerg in der Kategorie bester Politiker des Jahres geht an Martin Sonneborn. Herzlichen Glückwunsch für den güldenen Gartenzwerg in der Kategorie. Ja, da kann ich auch gleich sagen, das Rennen war hier knapp, vor allem bei den Kandidaten Timo Wölken und Julia Reda. Martin Sonneborn stand relativ schnell als Gewinner fest. Und Julia Reda hier jetzt im Finalen stand mit 30% der Stimmen und mit 20% der Timo Wölken. Damit offiziell der Gewinner in dieser Kategorie, Martin Sonneborn von der Partei, die Partei. Von meiner Community entschieden, von meiner Community gewählt. Ja. Das waren die Gewinner des güldenen und des kackbraunen Gartenzwergs für das Jahr 2019. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die nominiert wurden. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ja. Die Auszeichnungen für dieses Jahr auf diesem Kanal. Der Güldene Gartenzwerg 2019. Das war er. Herzlichen Glückwunsch nochmal.